Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt-Projekt, zu einer neuen Spielvorstellung, und zwar Frozenheim. Das ist ein Aufbau-Kampf-Simulationsspiel von polnischen Entwickler Paranoid Interactive. Kam am 20. Mai oder am 21. Mai in den Early Access und befindet sich aktuell in der Version 0.1.2. Wenn man bei den 0 davor steht und dahinter eine 1, kann man davon ausgehen, dass es eine sehr frühe Version des Spiels ist. Das bitte immer beachten bei der ganzen Thematik. Ich habe auf alle Fälle mal ein paar Folgen eingeplant, circa 5 bis 7, je nachdem wie es läuft, je nachdem wie das Spiel ist. Wir werden ein bisschen die Kampagne reinschauen, dann nochmal ein Gefecht machen in den nächsten Folgen. Wie mir euch das Ganze gefällt, dürft ihr gerne eine Bewertung abgeben und natürlich auch abonnieren für mehr interessanten Content aus Bereichen des Aufbaus, Strategiesimulation, News, Mods etc. Grundsätzlich vorneweg die Info, dass ich natürlich das Spiel nicht gespielt habe, das ist komplett blind. Und wir schauen uns als erstes mal die Kampagne ein bisschen an. Mal gucken, was uns da so Schönes erwartet. Für Valhall. Ja, es ist ein Wikinger-Aufbauspiel, wer hätte es gedacht. So, in unserem Volk hat sich die Legende von einem heiligen Baum verbreitet. Und ich bin direkt in dem Text drin, hervorragend, ich liebe es. Ich lese es euch vor, keine Angst. Es ist der heilige Baum. Man erzählt sich, dass die besten Krieger den Göttern persönlich begegnen. Also in Valhalla. Bei Odin sitzen und mit ihm ein Bier trinken. Das sind unsere Krieger. Dann bringen sie deren großzügigen Segen in ihre Länder zurück. Huch, jetzt los. Gut, das ging jetzt etwas schneller als erwartet. Sieht ein bisschen aus wie Vikings. Nee, Ancestors Legacy war es, glaube ich. So, wir haben Kampffertigkeiten. Rausch erhöht Kraft und Geschwindigkeit, verringert aber Verteidigung. Verschiedene Kampfhaltungen. Neutral, defensiv, aggressiv. Also ich immer so aggressiv. Was haben wir hier drüben? Da drüben ist unser Ziel. Finde deinen Weg zu deiner Siedlung zurück, okay? War schon klar, dass die drei Boys sich nicht auskennen. Wahrscheinlich wurde unsere Siedlung angegriffen. Okay. Befiehlt deinen Einheiten gegen Feinde zu kämpfen. Doppelklicke mit der rechten Maustaste, um eine Einheit zum Rückzug vom Schlachtfeld zu zwingen. Die Kampfbereitschaft der Einheit kann mit den Kampfhaltungstasten geändert werden. Achso, Doppelklick. Zwinge ich die quasi aus dem Kampf raus. Okay. Dann hier oben haben wir. Wir haben 10 Arbeiter. Wir haben 0 aktive Arbeiter. 3 Kampfeinheiten. Das sind die Boys. 56 Nahrung. Holz. Stein. Eisen. Das. Raseneisen. Was für Raseneisen? Tierhäute. Und Kleidungsstücke. Außerdem haben wir aktuell eine 15% erhöhte Nahrungsproduktion. Wahrscheinlich weil Frühling ist. Eine feindliche Armee ist aufgetaucht. Ja, nennen wir es Armee. Kann ich mit WASD steuern? Nee. Achso, es ist aktuell gelockt da drauf, okay. Achso, ich kann, wenn pausiert ist, kann... Doch, jetzt geht's wieder. Okay, das sind Wölfe. Also die Grafik sieht relativ hübsch aus, also... Aber das ist eigentlich ein relativ kleines Projekt, ist in Anführungsstrichen. Sieht das erstmal ganz gut aus. So, wir gehen mal mit der Kamera hier schön rein, haben die Wölfe hier mal kurz weggeschlachtet. Ist auch total normal, dass 4 Wölfe 3 Menschen angreifen. Das kommt häufig vor. So, wir halten uns mal weiter auf dem Weg. Könnt natürlich auch versuchen, ein bisschen Verrestung entlang zu laufen. Man kann auch die Spielgeschwindigkeit in mehrere Stufen erhöhen. Okay, hier geht es scheinbar nicht weiter. Ich bin so ein bisschen so an RPG, ne? Als ob wir ein RPG spielen würden oder so. Schön. Habe ich auch lange nicht mehr gemacht eigentlich. So ein richtiges RPG zu spielen. Musik ist auch sehr stimmungsvoll. Erinnert mich an die guten alten Zeiten, wo ich Copyright Strikes bekommen habe. So, beim Erkunden kannst du verschiedene Strukturen und Feinde auf der Karte antreffen. Mit ihnen zu interagieren kann dir Vorteile, Ressourcen und Quests bringen. Das ist cool. Da ist ein Wachturm. Da gehen wir mal drauf auf den Wachturm. Achso, okay, wir nehmen einen. Assassin's Creed Style. Und dann haben wir quasi eine kleine Übersicht über all das, was hier so passiert. Jawohl, wunderbar. Da sind feindliche Boys. Ne, das sind keine feindlichen Boys. Das sind Boys von uns, oder? Die sind nicht rot. Rot wäre feindlich. Da waren wir. Also ich glaube nicht, dass das Feinde sind. Das sind welche von uns, bin ich mir sicher. Aber trotzdem muss man aufpassen.
Deckung. Verstecke deine Einheiten im Laub des Waldes, damit sie unentdeckt an Feinde vorbeikommen. Du kannst auch Deckung verwenden, um einen Hinterhalt gegen einen sich nähernden Feind vorzubereiten und einen Vorteil im Kampf zu gewinnen. Interesting. Ist das hier Dickicht? Ist das hier Dickicht? Das ist kein Dickicht. Das ist Dickicht. Also das sind scheinbar doch Feinde. Kehre in deine Siedlung zurück, ist die Aufgabe. Hallo? Hä, hey, was habt... Kann ich laden? Fuck. Was war das denn? Ja, sind wir natürlich am Arsch. Ach, fuck, Alter. Hä, warum sind die denn da einfach reingelaufen? Hä, wollte mich... Ich check, also wir sind jetzt am Arsch halt, ne? Ja, diese, ich hab doch... Ja, wir können nicht laden, weil es gibt nichts zum Laden. Geil. Schön, meine erste Mission direkt auf die Schnauze bekommen, weil meine Einheiten einfach reingelaufen sind. Hallo, wollen Sie mich verarschen? Ja. Wie sehr wollen Sie mich verarschen? Total. Ganz schön, ganz schön. Machen wir das Ganze nochmal. Kann ich das überspringen? Jawohl, der Klassiker mit der Leertaste. Jetzt können wir natürlich dann ganz entspannt einfach das Ganze mal kurz rushen. Nachdem ich jetzt schon weiß, was hier kommt und passiert. Machen wir uns wieder die paar Wölfe kaputt. Dann holen wir uns wieder den Turm. Und dann speichern wir dieses Mal aber auch. Weil das ja jetzt dieses Mal nicht so gut funktioniert hat. Also lieber dann nochmal speichern. Ist die Frage, gibt es hier Speichern? F5? Ja, F5 ist Speichern. Diese ganzen Klassiker funktionieren auch hier. Okay, jetzt also... Ah, ich hätte defensiv machen müssen. Das war das Problem bestimmt, oder? Pass auf, wenn ich jetzt normal gehe... So, haben wir jetzt eine Deckung? Das ist eine Deckung, oder? Wir gehen jetzt defensiv. Okay, jetzt dürften sie eigentlich nicht angreifen. Würde ich mal von ausgehen, weil sie defensiv sind. Ja, was ein Wunder, Alter. Schön. Okay. Wo ist unser Dorf? Ich würde ja wetten, unser Dorf ist abgefackelt und alle Frauen sind entführt worden und die Kinder auch. Ist eigentlich traurig, dass die Übersicht am besten funktioniert. Was ist das hier? Ich hätte mal Bock eigentlich zu testen, ob wir das snacken können. Weil das müsste ja auch ein Dickicht sein, oder? Ah? Diebstahl? Hat sich schon immer ausgezahlt. Ja, ja. Klau, klau, klau. Ah, schau an, schau an. Ihr Ratten, Alter. Habe ich euch erstmal schön abgezockt. So, sonst noch irgendjemand hier? Die Übersicht funktioniert eigentlich gerade am besten hier bei diesen fetten Bäumen. Okay. So, jetzt sehen wir dann zu 100% eine geplünderte oder kaputte Siedlung. Da verwende ich aber meinen fetten Arsch. Gepriesen sei Odin für seinen Schutz, wir sind endlich daheim. Was? Wie, die Siedlung lebt noch? Hä? Mein Arsch weiß, dass die Siedlung kaputt ist. Okay, gut. Naja, beschweren wir uns nicht. Ist doch egal. Meine Güte, gibt es unsere Siedlung halt noch? Was sind das hier für Boys? Das sind Heim des Jarls. Was? Ach, das sind die Wachen. Okay. Okay, okay. Was soll ich jetzt machen? Baue Holzfällerhütte. Erreiche die Siedlung des Jarl Erland. Habe ich gemacht da. Haben wir mal rein. Ach nee, da oben müssen wir hin. Zu dem Typen müssen wir. Müssen wir die Hand küssen nachher, oder? Was ist das hier für ein Haus? Das ist ein Haus. Kann man das eigentlich als Siedlung bezeichnen, was das hier sein soll? Gemeinschaftsgebäude, Produktionsgebäude für Nahrung, Produktionsgebäude, Gebäude für Kampfeinheiten. Okay, das wäre dann quasi die Holzfällerhütte. Die Holzfällerhütte, die zimmern wir, dreimal dürft ihr raten, in den Wald hin. So, wir haben 14 verfügbare Einheiten. Das heißt, ermöglicht es die Raseneisen und Steinen aus Rohstoffvorkommen zu sammeln. Sorry, sollte ich nicht machen. Das ist ein Early Access Spiel von einem nicht deutschen Entwicklerstudio. Ich bin dankbar und ich denke, ihr seid auch alle dankbar dafür, wenn es da eine deutsche Übersetzung überhaupt gibt. Und weil mir die relativ gut ist. Also das, was ich jetzt hier sehe, ist eigentlich relativ gut von der Entwicklung her. Jetzt ist nur die Frage, warum wird hier nicht gebaut? Ah, doch, da läuft einer. Lauf mal schneller. Schau, was ist da? Oh.
Ganz gemütlich am Zimmern hier. Ob die Größenverhältnisse da so passen? Wenn der sich aufstellt, passt der nicht durch die Tür. Baue Fischerhütte. Mhm. Ich bin eh total assi. Ich habe jetzt quasi schon wieder was anderes gebaut. So, wir haben 0 von 3 Arbeit. Da muss ich zuweisen. Oh. Gibt es da ein Menü, wo ich das machen kann? Warte mal. Baue einen Tempel. Baue einen Marktplatz. Baue die Halle der Ältesten. Technologische Fortschritte. Ah. Ich habe eine Fischerhütte, by the way. So. Okay, jetzt haben wir noch 8 faule Arbeiter. Also das ist das Gebäudeverzeichnis. Da sehen wir alles. Dekonstruieren. Wäre quasi wieder abreißen. Das machen wir natürlich nicht. So, dann brauchen wir noch ein Fischerhütle. Lass mich raten. Die Boys möchten gerne was essen. Was ist ein Druide? Heilt Krieger in der Nähe und erhöht die Zufriedenheit von Haushalten in der Nähe. Bauen wir denn das Fischerhütchen mal dorthin? Da ist ein Schiffchen. Natürlich die Anzahl der Arbeiter erhöhen. Jetzt haben wir noch 7 freie Arbeiter. Zufriedenheit ist 2. Okay, Wasser. Die arbeiten natürlich auch fleißig. Die Frage ist, wohin mit dem Zeug? Auch schon mal hier, auch wie schön, auch mit Lampe und so. Was soll das da sein? Ey, was ist das? Da brennt ein Licht. Haben die Elektrizität oder was? Hör auf. Die haben einfach schon Strom hier, ey. Cool. Ein paar 100 Jahre nach Christus und die Wikinger haben schon Strom, ey. Scheiß auf Edinson. Und die alle, wie sie hießen, mit ihren Glühbirnen und Elektrizität. Wer hat die Elektrizität erfunden? Gerne mal in die Kommentare, wenn es jemand weiß. Was ist das hier? Was machen denn die Arbeiter hier? Ja, ich habe schon angewiesen. Alles cool. Aber was bringt es mir, hier Leute zuzuweisen beim Heim des Jahres? So, das muss ja... Das ist ein Speer. Das ist ein Speer. Schau an, schau an. Dann spähen wir doch mal ein bisschen, würde ich sagen. Spähen wir doch mal. Das Wetter ist auch schlecht. Das ist fast ein bisschen wie in Deutschland die letzten Monate. Richtig bescheiden. Die haben auf alle Fälle einen höheren Sichtradius. Und wahrscheinlich sind die auch ein bisschen schwerer zu entdecken für feindliche Geier. Wir müssen noch 3 Häuser bauen. Aber die macht ihr hin, oder? Mit eurem Holz bauen, ne? Gut. Dann bauen wir mal 3 Häuser. Die baue ich hier schön. Die haben auch einen Radius, interessanterweise. Es ist nur die Frage. Ah, mit dem Mausrad kann ich drehen. Okay. Wir bauen natürlich die Häuser um unseren Jarl herum. Okay, wenn man Shift gedrückt hält, kann man die nochmal anders drehen. Aber man kann keine Baucommands geben. Das ist ein bisschen strange. Aber egal. Du baust erstmal 3 Häuser. Oh, da gibt es ein Gewitter. Nee, es gab ein Gewitter. Ah ja, laufen wir ein bisschen. Da müssen wir hin. Da hinten ist... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was ist jetzt los? Was war das denn? Mach, lauf doch nicht gleich weg, ihr Schisser, Alter. Was ist das denn? Ach, das sind Wölfe. Okay. Das sind Wölfi. Kann ich die mir markieren oder irgend sowas? Oder kann ich mir da einen Punkt setzen? Schauen wir erstmal hier oben noch ein bisschen am Wasser entlang. Ich meine, wir haben ja eh ein bisschen so Info, was hier gibt, was hier geht. So, jetzt müssen wir ein Trainingsgelände bauen. Wir haben 5 Kleidung und 20 Holz erhalten. Soll ich ein Trainingsgelände bauen? Ein Rennofen. Stahl wird im Rennofen mit Rasen, Eisen und Holz produziert. Ach so. Okay, ah, der macht hier Kleidung aus dem Zeug, was die Jäger so produzieren. Es schneit übrigens, by the way. Das heißt, es ist Winter. Bauen wir halt mal ein Trainingsgelände, wa? Das Trainingsgelände... Gut, der Schnee schaut sehr interessant aus. Das bauen wir mal dorthin. Bisschen außen. Was ist das denn hier eigentlich? Ach, das sind die...
Die Wege soll das sein. Das ist ganz cool tatsächlich, also ungelogen. Das simuliert quasi so die Wege, wo die langlaufen. Ich finde auch wirklich jetzt ungelogen, der Grafikstil von Frozenheim ist sehr hübsch. Wirklich. Das sieht sehr schick aus, das Spiel. Kommt wirklich ungelogen fast schon auf Anno-Niveau. Klar, Anno hast du dann auch nochmal die Gebäude selber und bla bla bla, aber Anno ist auch ein AAA-Titel mit Millionenbudget. Das ist hier relativ simpel gemacht, in Anführungsstrichen. Relativ kleines Budget, kleines Team. Und das sieht schon sehr schick aus. Da muss ich dann wirklich mal ein bisschen Grafik-Nerd-Gasm raushauen. Sollen wir zwei Axtkämpfer rekrutieren? Die Kosten. Ich sehe nur ganz grob, was die kosten. Tierhäuser. Ich brauche auf alle Fälle eine Jägerhütte. Nur die Frage, wohin baue ich die? Baue ich die einfach irgendwo hin? So nach dem Motto, wird schon passen? Oder was ist hier? Ach, da ist die Wild, oder? Ist das Wild hier? Ne, das sind Steine. Oder? Ja, das sind Steine, scheiße. Ist die Frage, wohin mit dem Wild? Oder wo gibt es Wild? Oder gibt es einfach so Wild? Oder läuft es dann über die Wölfe? Weil es, glaube ich, keinen Sinn machen würde. Wo ist das ganze Holz hin? Leute, übertreibt man nicht hier mit eurem Holz? Ah, ich habe 170 Holz. War ich auch bei 170 Holz, ja. Hä? Deshalb, damit kannst du Bauarbeiter und Lagerhalter einstellen. Beschütze es oder du wirst alles verlieren. Sag Walla. Leute, ich habe ein Problem. Ich habe keine Arbeiter mehr. Ach so, Ich rekrutiere quasi gleich 5 Einheiten. Wo sind denn meine anderen Boys da? Auch mal gleich defensiv mit. Die kommen auch noch mit dazu. Jetzt habe ich hier eine Fischerhütte ohne Mitarbeiter. So, wo sind denn meine warte mal, können wir nicht eigentlich mal die zusammenschlagen jetzt? Man könnte ja Hinterhalt, weiß ich nicht, gibt es ja eigentlich nicht viel. Aber ich würde die gerne zusammenschlagen, einfach so, weil die mir auf die Eier gehen eigentlich generell. Und das, ich mag das nicht, dass hier jemand irgendwie hinter meinen Linien rumgammelt. Dann schauen wir uns eigentlich mal hier schön die Pendy. Okay, schmilzt, das ist Frühling. Die pennt ziemlich lange. So, Attacke. Hier mit Blutrausch oder so. Metzel sie nieder. Gebt ihnen Backpfeifen. Jawohl. Was mit euch? Dürft ihr auch gerne mit angreifen, ne? Ah, fuck, wir haben 2 Leute verloren. Das ist nicht gut. Ah, jawohl, das ist ein Gemetzel hier. Ah, okay, sehr gut. Noch einen verloren, shit. Mach den tot. So, jetzt erobern wir das Camp. Schauen wir mal, was uns das bringt langfristig. Ja, ist die Frage, wie kriege ich neue Bewohner? Ah, Kleidung haben wir ein bisschen geplündert, ein bisschen andere Sachen. So. Dann habe ich Häuser. Ah, schau mal, was ist hier los? Das wächst irgendwie. Fortschritt der ankommenden Dorfbewohner. Aha. Ach, die kommen jetzt quasi angelaufen, oder was? Wartet mal. Wir bauen einfach noch mal Häuser. Ist doch egal. Nochmal dort eins hin. Nochmal dort eins hin. Ich baue es auch wirklich so richtig schön Wikinger-Stil, ne? Bisschen großflächiger. Ja, es ist ein neuer gekommen. Ich sehe schon. Die Holzfälle, können die irgendwie wieder neue säen oder so? Oder wie ist das? Also Holz habe ich ohne Ende. Da wollen wir mich nicht beschweren. 277 Holz. Aber ich habe gesehen, es gibt ja einen Druiden. So, jetzt ist die Frage, wohin mit dem Druiden? Den bauen wir mal hier hin. Der soll direkt quasi neben dem Jarl wohnen. So, können wir die Spielgeschwindigkeit erhöhen nebenbei. So. Okay. Ah ja, die sind direkt da, oder? Okay, 6 Bauern haben wir jetzt wieder. So, Druiden mal 2 gleich arbeiten lassen. So, Fischerhütten arbeiten auch beide auf Vollbetrieb. Was ist mit euch? Jagdhütte. Produktion. Schauen wir mal, was diese Produktion machen, weil aktuell sehe ich nichts. Oh, ich habe Village-Errungenschaft freigeschaltet. Das ist doch toll. So, was macht ihr jetzt? Das ist Missionsziel.
Ermöglicht es dir, Jäger zu rekrutieren, die Nahrung und Tierhäute produzieren. Ja, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube nicht, dass das hier sinnvoll ist. Kann ich euch eigentlich heilen oder so? Oder zusammenschließen, merchen oder irgend sowas? Oder was machen denn die Druiden aktuell? Heilen die die wenigstens? Heilkrieger in der Nähe und erhöht die Zufriedenheit von... Okay, seid ihr jetzt geheilt? Da geht's euch wieder besser. Nee, die sind ein Reinfall. Die sind ein Reinfall. Das macht hier keinen Sinn. Die Frage ist nur, wohin das Ding? Oder wo gibt es Wild? Ich habe ja doch noch kein Wild gesehen, also wo es Sinn machen würde, ne? Oder wo Tiere wären. Ich hätte es halt gedacht, im Wald einfach, weil im Wald halt Tiere sind, aber... Das war auch eher nur Irrglaube. Wir gehen mal Wölfe klatschen. Macht euch mal auf den Weg, Wölfe zu klatschen. Erstmal eine ganz andere Frage, warte mal kurz. Die sammeln doch, ne? Ja. Die sammeln diese Steinklumpen. Und dieses Raseneisen. Nee, lol. Die sammeln das Raseneisen nicht, oder? Weil es nicht ganz im Rahmen liegt, oder was? Wollt ihr jetzt mich jetzt verarschen? Geil. Kannst ja neu bauen, ist ja wurscht. Aber trotzdem interesting. Jetzt bauen wir das nochmal. So, ihr geht mal jetzt kurz diese Wölfe da schlagen. Damit meine Speer... Ja. Damit meine Speer... Kannst du dich bei unserer Fertigkeit hier aktivieren? Okay. Okay, das ging schnell. Das war's mit denen. Liegen da jetzt diese Kadaver von den Wölfen? Oder wie läuft das? Ah, was ist hier? Ah, hier ist Wild. Ah, wo ist die Jagdhütte? Also, ja gut, ich weiß, wo sie ist. Abgerissen. Jägerhütte. Ach so, schau an. Also ich kann ja auch nur hier hinbauen, weil dahinter ist... Okay, probier's doch mal aus. Da hinten ist ja das... Was? Feuer? Leute, es brennt. Hallo? Hallo? Löscht mal oder so. Was machen wir denn da jetzt? Hallo? Was kann ich da tun? Genau, schmeißen... Was machen wir denn da jetzt? Hallo? Ich wüsste nicht, was ich da jetzt machen kann an der Stelle. Oh, einen Brunnen brauche ich wahrscheinlich, oder? Bauen wir schnell einen Brunnen hin. Ah, hier. Verhindert das und löscht Feuer. Braucht man den Brunnen jetzt schnell, schnell, schnell. Bitte, bitte, braucht den Brunnen. Mein Haus brennt seit einem halben Jahr. Ich meine, ich finde es so schön, dass es immer noch existiert nach einem halben Jahr, ne? Aber so, jetzt löscht. Löscht das Gebäude. Er hat keine Arbeiter. Yalla, yalla, jetzt. Was ist das hier? Das sind auch Tiere. So. Hallo, löscht das jetzt mal jemand? Ah, jetzt hat. Da kommt die Feuerwehr. Okay. Man hätte es doch einfach von der anderen Seite löschen können. Jetzt hat es ja schon so. Können wir das jetzt reparieren, oder? Okay, wird schon passen. Ah, guck, man kann auch so ziehen. Sehr schön. So, jetzt ist die Frage, arbeitet ihr was für euer Geld? Ja, das sieht gut aus, oder? Die laufen rum. Ja, ja, hier wird gearbeitet. Da bin ich mir sicher. Sehr schön. So, dann, ihr geht wieder ein bisschen spionieren. Wir haben ja Zeit, ist ja alles ganz chillig. Bin ich da hinten schon lang gelaufen? Ja, da ging es nicht weiter, ne? Da ging es nicht weiter. Da hinten ist das Ziel. Was ist da? Was ist diese? Ein kleines Dörfchen. Ein paar Bewohner. Sie haben oft mit Räubern und wilden Tieren zu kämpfen. Kann ich die plündern? Gehen wir mal hin. Oder auch nicht. Es brennt das schon wieder, Alter. Was ist denn das hier? Brandstiftung oder was? Alter, dauernd lodert es hier im Dorf, ey. Ohne Witz, geht mal hart auf den Sack. Halt, jeden Tag irgendwo ein neuer Brand. Scheiß Pyromane. Was seid ihr? Wikinger oder Brandstörer? Oh, das sind Wölfe. Gibt's denn hier sonst noch so? Oh, da ist Ressourcis. Die snacken wir uns mal kurz. Also Holz habe ich ohne Ende. Ich hab 1000 Holz. Alles chillig. Jetzt habe ich auch Raseneisen.
Finders Keepers. Jawohl. Haben wir was gefunden? Wir behalten es. Feindliche Armee aufgetaucht. Was? Oh, fuck. Leute, wir werden von Wölfen angegriffen. Wir chillen mal hier. Wir schicken unsere Boys auf alle Fälle mal. Warte mal, kann ich jetzt mal kurz ins Lager? Bogenschützen. Oh, das ist ja Knorke. Ich glaube, Bogenschützen mit dazu rekrutieren. Liebe Bogenschützen. Was können wir noch machen? Das haben wir alles gebaut. Gerberei könnte man noch machen. Die machen Kleidungsstücke und einen Rennofen. Dann machen wir das doch mal. Eine Gerberei und einen Rennofen. So. Habe eigentlich alles, was wir brauchen. Habe eigentlich keine Bürger mehr, aber das ist auch egal. Ich war mir sicher, ich hatte da Leute zum Arbeiten geschickt, aber egal. Egal. Vielleicht sollte ich nochmal ein, zwei Häuser bauen. Später. Achso, ihr könnt da hin, oder was? War das ein Fragezeichen? Unser Dorf wird von den Räubern überfallen, die sich im Wald versteckt haben. Bitte hilf uns, sie loszuwerden. Wir werden den Real dafür reich entlohnen. Natürlich. Kümmere dich um die Räuber, die den Bauernhof überfallen. Will do. Oh, was war da denn? Lol, hab gar nicht gesehen. Ich hab das gar nicht gesehen. Okay. Was ist das denn hier? Erhöht die Genauigkeit, verringert aber die Angriffsgeschwindigkeit. Ist die Frage, wo sind die Räuber? Wir kümmern uns erstmal um die Wölfe. Vielleicht laufen wir den Räubern auch gleich noch über den Weg. Schon mal da sind. Ah, hä, wo kommen die denn her? What the fuck? Denn auf einmal her? Einmal waren sie da. Kann er erzählen, dass ich so blind bin, oder? Dass ich die Schüler nicht gesehen habe. Also das haben wir ja schon geplündert, ne? Ich glaube nicht, dass die hier sind. Ich glaube, dass die hier in dem Bereich sind, die Jäger. Die Haderlumpen. Und hier habe ich das Gefühl, geht es nicht weiter, oder? Doch. Oder? Ah, Schnee. Ah, da sind die. Das sind die Bösen. Bogenschützen, Feuer! Wartet mal, nicht angreifen. Doch, angreifen. Super Fertigkeit. Rasiert sie weg, die Bauern. Ah, oh, das ist hier ein Gemetzel. Das ist ein Gemetzel hier. Ah, ah, das war verlustreich für uns. Eieiei. So, die Räuber werden den Bauern nun nicht mehr behelligen. 30, 15, 15. Richtig netter Shit. Hier haben wir nochmal ein bisschen was geplündert. Die Bogenschützen stellen wir kurz ab zu unseren Freunden hier in das Camp. Die anderen Boys, ihr müsst mal kurz, ihr müsst mal kurz zurück euch heilen lassen. Zu Papa Dudu. Wo ist er denn, der Papa Dudu? Da ist er. Lasset euch heilen. So, jetzt ist die Frage. Wir haben ja ein bisschen Pop verloren. Kriege ich die wieder? Ja, es dauert das quasi. Und dann spawnen die quasi da wieder rein hier. Arbeiten die jetzt hier eigentlich auch was, oder? Hey, Bruder, willst du mich verarschen, Alter? Ich muss hier einen Sammelpunkt setzen, oder was? Warte mal ganz kurz. Es brennt schon wieder. Es hat minus 50 Grad. Die Leute verrecken und es brennt. Das ist schon wieder nicht zu fassen, ne? Kann ich eigentlich das Dorf plündern? Scheinbar nicht. So, dann geht ihr noch ein bisschen schnüffeln auf die andere Seite. Schnüffel, schnüffel. Du-du-du. Du-du-du. Gleich wird es wieder Frühling. Dann schmilzt der Schnee. Und das Meer beginnt zu tauen. Ah, was ist da los? Eine Festung oder sowas? Eine Mauer? Mauer Mordors oder so. Keine Ahnung, was ist hier los? Kann ich da durchlaufen? Ah, kann ich durchlaufen. Okay, da geht es wahrscheinlich da zum Dingenskirchen von dem Typen da, den ich da besuchen soll. So, was haben wir denn hier? Außer Nasenjucken. Nichts Besonderes. Okay. Gut, dann gehen wir mal dort kurz gucken. Ah, da ist Wasser. Ah, hier geht's gar nicht weiter. Hier jede Dianisch weiter. Das heißt, wir gucken jetzt nochmal kurz dorthin. Was ist mit meinen anderen Boys eigentlich?
Ihr seid sozusagen voll geheilt. Also ich weiß nicht, ob ich die merchen könnte oder wie oder wo oder was. Da bin ich mir jetzt aktuell nicht sicher. Nahrung haben wir ohne Ende. Ja, hier ist auch Küste. Aber auch schöner Ausblick, so wie ich das hier sehe. Ah, da ist noch was. Das bringt uns nochmal... Jawohl, ein bisschen Holz, ein bisschen Kleider oder was das da sein soll. Da würde ich jetzt sagen... Was habt ihr denn? Aber wir treffen uns hier. Komm, wir gehen dorthin. Hier auch. Hier auch. Hier auch. Wir rekrutieren jetzt dann nachher nochmal Einheiten, aber davor... Genau, die produzieren jetzt hier fleißig. Einer zum Ofen, einer zur Gerberei und dann bauen wir jetzt hier auf alle Fälle nochmal schnell zwei Häuser. Ein Haus hier, ein Haus dort. Also Nahrung sieht ja super aus, Holz sieht auch wirklich super aus. Da haben wir auch noch ein bisschen was in der Reichweite. Ich glaube, wir können auch nochmal einen anderen Punkt setzen, wo die hin könnten, oder? Ja. Was auch ganz cool ist, das Steinvorkommen hat auch noch genug Steine. Das Eisenvorkommen hat auch noch ein bisschen Eisen. Oder das Renneisen, was es da sein soll. Und wir werden es dann auf alle Fälle nochmal nochmal Axtkämpfer rekrutieren. Da fehlen mir jetzt einfach welche. Sehr schön. Läuft sehr gut. Bin sehr zufrieden aktuell. Wir speichern das Ganze. Ich verabschiede mich für euch von heute. Bedanke mich für euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.